In unserer Zeit lebt ein kurzlebiges Wesen, das vergangene Jahrhunderte nicht kannte. Der Mensch, der aus dem Kino kommt. Der Film, den er gesehen hat, hat etwas mit ihm gemacht. Diese Worte beschreiben die Kinoerfahrung des türkischen Literaten Yusuf Atılgan. Seit dem ersten direkten Auf- und Andertreffen mit bewegten Bildern haben uns diese Erfindungen von dem Moment an, als sie uns überraschten und vielleicht unvorbereitet trafen, unaufhörlich fasziniert. Seit der Eröffnung dauerhafter Kinosäle bereits um 1906 herum hat sich das Kino rasch in den Alltag eingeschlichen und sich von Staaten bis auf Land ausgebreitet. Angesichts dieser schnellen Verbreitung wird deutlich, dass der Gang ins Kino weit mehr als eine einfache Handlung bedeutet. Kinos, die Filme beherbergen, werden auch als Orte betrachtet, an denen wir mit den Ritualen des täglichen Lebens, mit uns selbst, mit anderen und mit Emotionen konfrontiert werden. Eine genauere Betrachtung dieses Ortes, der Film und Publikum zusammenbringt, ermöglicht ein besseres Verständnis. Aus diesem Grund habe ich dieses charmante Kino in der Mitte von Halle besucht. Nicht nur um Filme zu sehen, sondern auch um mehr über die Beziehung zwischen Publikum und Stadt bei Zazikino zu erfahren. Frau Janet hat meine Fragen freundlich und aufmerksam beantwortet. Mein Name ist Janet Schlottig, ich bin 51 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder, ein Mädchen mit 28 Jahren und einen Jungen mit 17 Jahren. Bin hier in Halle geboren, aufgewachsen und betreibe seit 23 Jahren das Sazikino. Und irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, was anderes zu machen und hatte dann damals noch diese naiven Momente und habe mir gedacht, ich mache dann einfach mein eigenes Kino auf. Das war 2000 und angefangen mit der Planung habe ich natürlich mindestens ein Jahr vorher. Und ja, ich war damals noch sehr jung, die Leute um mich herum waren auch alle jung und es war eigentlich wie so ein großes Abenteuer jetzt in der Nachbetrachtung. Ja, und dann habe ich im Dezember 2000 das Kino aufgemacht und die Bar. Also das Wichtigste ist, glaube ich, sowieso, wenn man Dinge selbstständig betreibt, dass man das, was man, oder sowieso ist der beste Zustand, dass das, was man tut, dass man das liebt und dann funktioniert das auch. Mal schwieriger, mal besser. Aber man hört nicht auf, nur weil es schwierige Phasen gibt. Wenn man ein Kino betritt, sind wichtige Details, wie die Art der Begrüßung der Zuschauer und was sie erwartet, von Bedeutung. Die Gestaltung der Lobby, die Auswahl an Getränken und die Plakate mit dem Kommandenprogramm geben Aufschluss über den Stil des Kinos. Handelt es sich um einen Ort für Mainstream-Filme oder werden unabhängige Filme gezeigt? Diese Frage kennen die Stammgäste von Zazikino sicherlich bereits. Das waren damals, als wir das Kino hier gebaut haben, eher die räumlichen Bedingungen. Also als wir angefangen haben damals Sasi zu planen, ein Freund von mir, der war junger Architekt, gerade fertig an der Kunsthochschule mit seinem Architekturstudium, Andreas Hase, und wir waren befreundet und kannten uns schon lange und wir haben dann gesagt, nachdem wir uns mehrere Geschäfte angeschaut hatten, auch das, dass es entweder dieser Laden sein soll oder keiner.
Und dann haben wir den Laden bekommen und dann in den Entwürfen von Andreas hat sich dann so ergeben, dass das Kino hier ist und dann, dass man noch eine Bar mit dazu hat. Das ist quasi eigentlich ein bisschen wie mit dazugekommen, beziehungsweise in dem Kino, in dem ich vorher war, gab es auch einen Tresen, wo man Wein kaufen konnte, Brote, Oliven und solche Dinge und sich dann den Film anschauen konnte. Also es ist quasi, hat sich so ergeben. Der Filmexperte Serpil Kral sagte einmal, ein Kinosaal umfasst soziale Begegnungen vor dem direkten Aufeinandertreffen von Film und Publikum sowie die räumliche Gestaltung und deren Auswirkungen auf die Erfahrungen, Situationen und Effekte nach diesem Aufeinandertreffen. Dieses charmante Kino, das zentral gelegen und zusammen mit einer Bar betreiben wird, sieht wahrscheinlich nicht nur die lokale Bevölkerung an, sondern auch Filmliebhaber und Individuen, die alternative Kulturen suchen. Die Stammgäste von Sazikino lassen sich wahrscheinlich nicht nur von den Filmen, sondern auch von der sozialen Atmosphäre des Kinos beeinflussen. Ich habe Frau Janet genau danach gefragt. Wir sind die Stammgäste von Sazikino. Das hat sich in den, ich habe jetzt Sazikino seit 23 Jahren, hat sich natürlich verändert. Damals, als ich aufgemacht habe, war ich selber noch jung. Das Publikum, was damals kam, war mein Umfeld. Damals war es sowieso noch selbstverständlicher, ins Kino zu gehen. Wodurch sich das geändert hat, wissen wir alle durch Internet, Streaming-Anbieter und so weiter und so fort, wobei ich das nicht so allzu problematisch finde, weil die Leute, die Filme gucken und streamen, die gehen auch ins Kino. Also das ist jetzt für mich nicht der größte Feind, aber natürlich, Feind sowieso nicht, aber es ist eine Gegebenheit, die damals nicht war. Und es gab irgendwann den Moment, wo man sich entscheiden musste, welches Profil oder welches Konzept wollen wir weiter verfolgen? Und wir haben uns damals auf OMU-Fassung geeinigt oder wollten alle Filme fortan in Originalfassung mit Untertiteln zeigen. Das war am Anfang ganz, ganz, ganz schwer. Leute sind nicht gekommen. Viele Leute dachten, wir können uns das nicht leisten, synchronisierte Filme zu spielen. Das war ein bisschen witzig, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schwer am Anfang. Und jetzt schon seit langem ist es quasi, steht das für Sazi. Und dadurch haben wir ein sehr junges, mehrsprachiges und sehr aufgeschlossenes Publikum. Und jetzt ist es eher umgedreht der Fall. Wenn wir Filme jetzt synchronisiert spielen würden, würden wir unser Publikum verlieren. Aber es war sehr mühsam damals, als wir damit angefangen haben. Sazi ist ja ein sehr persönlicher Ort auch durch die Leute, die hier arbeiten. Die sind ja auch teilweise sehr jung, studieren hier, haben Freunde und kommunizieren, an welchem Ort sie arbeiten. Halle ist eine kleine Stadt. Wenn man neugierig ist, findet man Sazi auch relativ schnell. Und wir haben, natürlich haben wir, das Wort Stammkunden, das
mochte ich irgendwie noch nie. Wir haben viele Leute, die sie einfach lieben und regelmäßig kommen, Leute mitbringen, dann gehen Leute wieder weg, dann kommen neue Leute. Und mein Bestreben ist es auch immer, dass der Laden immer in Bewegung bleibt und immer lebendig bleibt und nicht irgendwo feststeckt und dass man abhängig ist von Leuten, die immer kommen. Und es gibt aber die Leute, die kommen schon immer und dann gibt es Leute, die kommen mit dazu und gehen dann wieder weg. Und so ist also so wie der Lauf der Dinge, der verändert sich halt immer wieder. Heutzutage gibt es viele Probleme, die das Herrlebnis verändern. Die Konsumkultur, da das heutige Publikum häufiger zu Kinos in Einkaufszentren geht. Dies hat Auswirkungen auf die Zukunft kleiner Kinos. Ich habe Frau Janet gefragt, ob sie sich über diese Angelegenheit Gedanken macht, insbesondere angesichts der Auswirkungen der Pandemie, die Gewohnheiten auf der ganzen Welt verändert hat. Aber alles in allem haben wir es gut überstanden. Natürlich auch durch Gelder, die man bekommen hat vom Staat. Wir haben aber auch viel Unterstützung bekommen von unserem Publikum. Im ersten Schreck haben wir quasi um Spenden gebeten und das hat, also da hat man dann quasi so gemerkt an denen, was die Leute gespendet haben, was sie dazu beschrieben haben, wie wichtig dieser Ort für die Leute ist und wie verschreckt wir alle waren, dass plötzlich alles zu ist. Und ich verfolge das immer nicht so richtig, ist es jetzt besser oder schlechter, weil im Sasi ist immer mal besser und mal schlechter. Es ist nie konstant. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass jeden Abend zu jedem Film im Durchschnitt 25 Leute kommen, was ich finde, in einer Stadt mit 240.000 Einwohnern sollte nicht das Problem sein. Aber dass die Selbstverständlichkeit, ins Kino zu gehen, die ist irgendwie nicht mehr da. Nicht bei allen, nicht bei genügend Leuten. Entweder die Leute gehen, brauchen das als Event oder es muss der Film sein, den irgendwie alle sehen wollen, dann kommen alle. Aber die Leute, die selbstverständlich ins Kino gehen, weil sie sich einen Film anschauen wollen und vorher noch einen Wein trinken wollen, die sind irgendwie weniger geworden als früher. Eine weitere besorgniserregende Angelegenheit für Kinos ist die Digitalisierung. Insbesondere nach der Digitalisierung bevorzugen Menschen oft das Ansehen von Filmen auf ihren eigenen Bildschirmen. Dies bereitet mir besonders hinsichtlich der Zukunft unabhängiger Kinos Sorgen. Ich frage mich, ob Sazi Kino weitere 10 Jahre überleben kann. Ja, ist ja auch ein Film, ursprünglich ein Roman, Sazi dans le métro von Raymond Queneau. Und die Sazi ist ein Mädchenname und das ist ein junges Mädchen, fast noch ein Kind. Und ihre Charaktereigenschaften stehen eigentlich auch für Sazi als Ort. Deswegen habe ich den Laden auch so genannt und ich hoffe, dass ich das auch über noch einen längeren Zeitraum als 10 Jahre mit diesem Credo schaffe. Ja, so eine gewisse Unerschrockenheit und mutig auch und auch Dinge hinter sich zu lassen, unbefangen zu sein und zu bleiben. Alles nicht so einfach, aber es gibt immer mal wieder Momente, auch natürlich durch die Leute, die hier arbeiten. Alle Leute, die hier arbeiten, arbeiten gerne hier. Wir sind immer, auch wenn sich es irgendwie alle 5 Jahre verändert, manchmal auch erst alle 7 Jahre, irgendwie auch eine kleine Familie. Und alle stehen auch für diesen Laden. Das hilft mir, das hilft dem Unternehmen. Und ich versuche einfach, den Laden weiterhin mit Liebe und mit Bauch zu betreiben und hoffe, dass es mir damit gelingt, immer wieder Leute für diesen Ort zu begeistern
Und wie ich damals gesagt habe, ganz am Anfang, ich glaube, mein Vater war das, der mich gefragt hatte, was ich mache, wenn es nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt schon darüber nachdenken würde, was ich dann mache, wenn es nicht funktioniert, würde ich ja davon ausgehen, dass es möglicherweise nicht funktioniert. Deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass es funktioniert. Und so möchte ich das eigentlich noch weitermachen. Obwohl es natürlich, wir wissen alle, wie es auch um die finanziellen Situationen in jedem Bereich bestellt ist. Es ist wirklich schwierig, aber ich habe auch keine Lust, irgendwas anderes zu machen. Anthony Casas-Ross sagte, wenn wir aus dem dunklen Saal treten und mit Tränen in den Augen oder mit der Leere in unserem Leben gehen, laufen wir nicht mehr auf die gleiche Weise. Ja, das Kino bewirkt etwas in uns. Wenn wir die Bedeutung von Kinos, die Filme beherbergen, aus dieser Perspektive betrachten, können wir ihre Bedeutung besser verstehen. Besonders in einer Zeit, in der das individuelle Seherlebnis zunimmt, erhöht die kollektive Erfahrung, die Kinos bieten. Dann wird solcher Orte noch weiter.